So, meine Freunde, hier sind wir wieder bei Metal Gear Solid Portable Ops. Ich habe natürlich auch alles jetzt erledigt, was ich machen muss, nämlich die ganzen Leute rekrutieren und mich ein bisschen umhorchen. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen was davon. Hier sehen wir, in meiner Gruppe waren auch schon ein paar Leute. Hier habe ich in jeder Gegend einen Spion eingesetzt und zur Reparatur, und hier ist einer, der ruht sich gerade ein bisschen aus. Warum eigentlich? Ja, der kommt nämlich zu meinen Heilleuten. Hier sind die Leute gerade, habt ihr gerade gesehen, die man im Gefängnis noch hat, die noch nicht wirklich dazu eingesetzt wurden. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal rein. Wieder. So, wir müssen ja, es war unser Ziel, den Weg zum Hafen zu finden. Und durch unsere Spione haben wir erfahren, dass nämlich genau hier die sein sollen. Also so eine Karte, wo wir das finden. So, wie wir sehen, bin ich auch ein bisschen angeschlagen, hat auch ein bisschen gedauert, also werde ich mich mal ein bisschen aufpushen. Zack, zack. So, und werde nämlich auch gleich loslegen. In der Gegend war ich nämlich schon einmal, deswegen weiß ich ungefähr, wie es hier schon abläuft mit den ganzen Gegnern. Werde mich trotzdem noch mal ein bisschen hier umgucken. Denn hier habe ich auch einige Rekruten her. Und wie wir sehen, ist der Bereich recht groß und wir müssen eigentlich in dem Lagerhaus, wo der Typ gerade reingegangen ist, da müssen wir hin. Aber wir gehen von oben rein, weil es von da aus einfacher ist. Hier oben dürfte eigentlich erstmal keiner sein. Ne, hier ist, sag ich ja, hier ist keiner. Dafür, da vorne einer. Denn wir dürfen nicht gleich durch die Tür rennen, denn er wird nämlich in unsere Richtung gucken. Deswegen werde ich mich hier rüberhangeln und warten, bis er durchgeht. Da war er. Ja, dann können wir wieder hoch und den fertig machen. Und übrigens, ich weiß jetzt, wie man CQC hier anwendet. Also, damit es etwas eleganter aussieht als das, was ich in den ersten Teilen gemacht habe. Also, du kommst erstmal her. Aber vielleicht hat er was zu sagen. Ja, nee, wie war das? Ach ja, so. Gut. So, zack, seht ihr? Also, das sieht ein bisschen eleganter aus, anstatt einfach ihn nur loszulassen. Okay, den brauchen wir eigentlich nicht. Den lasse ich hier und gehe nach unten weiter. Zack, zack. Und? Ja, nee. Gibt's hier was? Nee, ich glaube eher nicht. Ich lasse es einfach mal so stehen. Ich kann sowieso nichts aufnehmen. So, jetzt müssen wir darauf aufachten, dass nämlich in der Halle ist nämlich auch immer meistens einer. So, da müssen wir aufpassen, dass er nicht irgendwie uns sieht. Ich guck gleich mal ein bisschen rum. Ich sehe ihn erstmal gar nicht. Ah, da ist er. Ja, auf den müssen wir warten. Hier kann ich nicht rein. Ah, wie komme ich da rein? Irgendwie mit C4. Ich habe einmal einen Raum gesehen, wo man da irgendwie durchbrechen kann. So, da ist er. Den schalten wir nicht aus, sondern rennen einfach jetzt los. Er ist aber schon weit weg. So, was ist das da? Medi? Ja, eine Ration oder Medikamente. Ja, die nehme ich erstmal auf. Und da vorne habt ihr es gerade gesehen, das Rote. Das brauchen wir. Ich schaue mich nochmal ein bisschen um. Ich gib's hier noch was. Das kann ich nicht aufnehmen, ist Munition. Naja, und das brauchen wir.
So, Eisenbahnbrücke. Gut, da müssen wir hin, aber ich werde erstmal gucken, was nochmal die hier Leute mir sagen. Quellen weisen darauf hin, dass ein Überlebensmesser innerhalb des Gefängnisses gelangt. Okay, bla, okay, das brauche ich nicht. Könnt ihr euch trotzdem mal durchlesen? So, und in sowjetischen Basis. Quellen deuten darauf hin, dass eine M16 in der Versorgungslabor-Wachposten geladen wird. Ich nehme an, dass es die jetzt jederzeit geholt werden kann. Okay. Hospital, Hospital Claymore, Entschärfung, dringend brauchen Deko. Soldaten unter dem Kommando von einem haben vielleicht mehrere meiner Spare platziert. Wenn du bestätigst, dass der Claymore platziert wurde, dann werfen sie sofort. Das medizinische Personal ist anscheinend nicht informiert worden. Okay, das ist vielleicht schon wichtig, aber das lassen wir auch erstmal außen vor, sondern gehen sofort zu der Eisenbahnbrücke und schauen uns da mal ein bisschen um. Nun gut, dann schaue ich mich mal hier um. Immer vorsichtig vorgehen. Ich sehe auf dem Radar, dass da welche sind. Ja, zwei Leute sogar. Ach, da kann ich einfach vorbeilaufen. Und gibt es hier unten irgendwas? Bevor ich ins Haus gehe, kann ich mal hier unten gucken. Nee, aber ich sehe auf dem Radar, dass da oben im Haus anscheinend jemand ist. Gut. Dann werde ich mich mal da ranschleichen. Ja, steh auf. Ja. Seht, da ist er. Oh, er guckt sogar weg. Vielleicht kann ich ihn sogar angreifen, von hinten schnappen. Muss ich aber schnell sein. Ja, war klar. Egal, so hat er uns noch nicht richtig gesehen. So, und platt ist er. So, eine Ration kann ich noch aufnehmen. Ist sonst noch was hier? Nö. Nun gut, dann gehe ich eben zum Posten, wo ich mir das hier angucken kann.
So, was haben wir denn hier? Versorgungslabor. Quellen deuten darauf hin, dass es ein geeigneter Punkt ist, um eine Sprengladungsablenkung feindlicher Einheiten durchzuführen. Gut, Versorgungslabor. Das nehme ich aber nicht. Hier haben wir noch mehr. So, Vergia Wachposten. Da. Na, mal gucken, wo es noch gibt. Ja, so Vergia Wachposten. Hier haben im südlichen Quadranten eine Waffenlage entdeckt. Es ist ein geeigneter Punkt, um einen Sprengladung zur Ablenkung feindlicher Blablabla. Ja, ist genau das gleiche. Jetzt quatscht mich schon wieder voll. Ich werde die ja machen. Warte mal ab. Folgendes nochmal, hier haben, ist nur das gleiche eigentlich. Danke. So, jetzt werde ich mal schauen, wo ich zuerst hingehe. Nee, da will ich eigentlich noch nicht hin. Wo war denn das nochmal? Versorgungslabor? Nee. Nee, aber das will ich nicht zuerst machen. Forschungslabor. Ich schau nochmal nach. So, Forschungslabor. Na, sag ich doch. Da gehen wir zuerst hin. So, ich muss kurz mal ein bisschen Pause machen. Und weiter geht es. Forschungslabor, da müssen wir eigentlich nur eindringen und wie gesagt das C4 anbringen. Mehr ist da eigentlich nicht. Ja, mal erstmal schauen, ob hier ein paar Gegner sind. Ich bin mir da ein bisschen au, da ist einer. Schön. Da sehe ich keinen. Da sehe ich auch keinen, aber ich kann da rein. Der Professor sollte mal langsam verschwinden. Jetzt kommt er uns auch noch entgegen, das ist natürlich noch unschöner. So, jetzt bist du weg. So, dann können wir hier rein. Mal schauen, ob hier einer ist. Und, da ist sogar einer. Zicke, zacke. Na, das geht. Hast was zu sagen? Und er zittert. Ich werde es bereuen. Nein, du. So. Du bist jetzt erstmal gleich weg. So, jetzt aufheben. Aufheben. Mach jetzt schneller. Ah, gut. Und rein mit dir. So, wo muss ich eigentlich jetzt hin? Da lang. Und zack, da sind wir sogar richtig gewesen. Na dann, mach mal C4. So, anbringen. Rausgehen und zünden. Wir waren nochmal zünden. Ja. So, ein bisschen ordnen. Dein C4 nimmst du mal weg.
So, du kommst. Keine Ahnung, wo kommst du hin? Hm, dahin, okay. So, sie kann auf die Krankenstation. Und er kommt, ui, Eisenbahnbrücke, na klar. Und du kommst auch noch woanders hin. In die Stadt, da kommst du hin. So, dann hätte ich alles. Okay, das eine habe ich erledigt. So werde ich Wachposten. Da werde ich jetzt hingehen. Oder? Nee. Zur Versorgung. Wo ist das? Wo ist das? Nein. Da will ich zuerst hin. Ja, ich will dahin. So, erstmal, hier muss ein Truck zum Explodieren bringen und ich werde da ein bisschen was machen. Erstmal werde ich ihn ausschalten, dann werde ich drin jemanden noch ausschalten, weil sonst kann er uns wirklich gut beobachten. Oh, war das ein guter Schuss. So, die brauche ich erstmal nicht. Schön, 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 schön. Kann ich das nehmen? Nein. Hi, du wirst aber nicht lange leben. Geh weg. So, das war dein Ende. Das ist dein Ende. So, komm her. Ach, verdammt! Ja. Ja. Du stehst schon wieder auf. Und jetzt hat uns noch einer gesehen. Nein! Schnell weg mit ihm. Zum Glück geht's hier runter. Und der Typ darf uns nicht sehen. Er darf uns einfach nur nicht sehen. Bitte seh uns nicht. Nein, er hat uns nicht gesehen. Ha, ist ein Idiot. So, dann bräuchte ich doch nochmal. Du schlägst jetzt nochmal eine Runde. Das war sehr, sehr lange. So, ist er noch da oben? Okay, danke, dass du mich gesehen hast. Ich gehe hier lang. Erstmal. Also eigentlich wollte ich ja sowieso hier hin, nur eigentlich von oben. Und jetzt gehe ich einfach von unten, weil jetzt weiß ich nicht, ob er mich sehen kann oder nicht. Ja, ich riskiere es einfach mal. Hab ich Glück. Hi. So. Den habe ich erstmal. Eigentlich wollte ich durch diese Tür kommen und ihn ausschalten, aber das geht jetzt nicht. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich nicht gesehen werde. Weil da ist ja noch der eine Typ. Wo ist der nur? Da ist er. Oh Mann, ey, wer hat mich denn jetzt schon wieder gesehen? Ich gehe lieber runter. Bevor ich da irgendwie was falsch mache. Gut, 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 gut. Wieder zurück. Ich glaube, ich muss niesen. Ja. Entschuldigung. Da ist schon wieder einer. Und der sieht mich auch noch. Oh Mann. Ich gehe doch wieder zurück. Besser ist. Vielleicht sollte ich einfach mal den Weg nehmen, den ich eigentlich hätte gehen können.
Ach, lass mir doch alle Ruhe. Ich gehe einfach so, wie ich fast gekommen wäre. So, kann ich hier runter? Nein, geht nicht. Ich muss hier rumlaufen. Warum ist das alles nur so kompliziert? Ist eigentlich alles ganz einfach. So, da ist der Truck. Und den werde ich jetzt ausschalten. So, TNT rausholen. Drauflegen, weglaufen und nicht zu nah dran stehen. Und in die Luft jagen. Und dabei zusehen natürlich. Yo! Ah, wir haben ja was bekommen. Aha. So, haben wir jetzt einen, da ist er. Den können wir nehmen und der kommt. Nein. Nein, du sollst spionieren. Ja, du kommst auch in die Stadt. Okay. Dann hätten wir eigentlich alles hier, oder? Ja. Und einen Bericht. Die Stadt. Wir haben verschiedene Militärtrucks entdeckt, geeignete Ziele für das Ablenken von Sprengladungen und anderen. Käse! Das will ich doch nicht machen. Nein, das will ich nicht machen. Nun gut, ich glaube, das ist wirklich das Letzte, was man machen kann. Zuerst werde ich den da oben ausschalten, weil mir... Ich mag sowas nicht, wenn jemand mich so sehr beobachtet. So, der ist erstmal weg. Und hier muss man darauf achten, dass wir nämlich nicht von rechts gesehen werden. Also schaue ich mal, ob da jemand ist. Nö. So, hier drum können wir... Und wir müssen sowieso Richtung Norden, weil... Ja, auch gesagt wurde im Bericht, dass es nordöstlich... War das nordöstlich? Ach, irgendwo da soll der das Waffenlager sein. Jetzt müssen wir nur auf den warten. Na los, komm her. Dich schalte ich leise aus. Na, war natürlich klar, dass es nicht klappt. War klar. Ach, dann hau ich dich eben so um. Idiot. So, davor steht noch einer in der Wache. Den schalte ich so aus. Und kann einfach mal da reingehen. So, kann ich nicht aufnehmen. Da ist nichts mehr. TNT rausholen. Ja, das ist doch wirklich hier. Ja, TNT rausnehmen. Ansetzen. Weglaufen. So weit wie möglich weg. Und wieder zünden. Ja, geschafft. Thank you.
So, jetzt haben wir natürlich es geschafft, die Eisenbahnbrücke freizumachen. Aber das ist mir egal. Ich werde nämlich hier abspeichern und wieder ein bisschen Pause machen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also, viel Spaß noch und schaut meine anderen Videos. Ja, bis dann.